So, ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Side. So, Mikrofon ein bisschen näher ran, ich glaube, waren wir schon weit weg. Lass uns doch wieder sofort loslegen, weil Hans hat nämlich gehackt und das geht um die IP-Daten von diesem Immobilienfuzzi, den ja unser Professor sehr gut abgelenkt hat, beziehungsweise nicht abgelenkt, sondern rausgefunden hat. Das war die Chiara, die den Immobilienheini abgelenkt hatte. So. Danke, das wollte ich hören und ich bin hier noch nicht ganz sicher. Wie kommst du, läuft bei mir, achso, wie kommst du darauf? Erstmal mal wieder reinkommen, immer so ein bisschen reinfuchsen, immer eingrooven quasi in dieses Let's Play. Ich wollte für Julia ein kleines Geschenk im Internet bestellen, um genau zu sein, eine goldene Schraube. Bei Julia ist nämlich eine locker. Oh, das ist ganz gefährlich, lass die Finger von. Lass die Finger von solchen Leuten. Zur Bestellung im Schrauben-Online-Shop war eine Registrierung notwendig. Aha, hört. Nachdem ich mühsam alle Daten eingegeben hatte, um die Bestellung abzusenden, du wirst nicht glauben, was dann kam. Es ist ein Problem aufgetreten? Ihr Passwort ist zu kurz. Du hast die Mindestmenge nicht erreicht. Nein, schlimmer. Es geht noch schlimmer. Schau dir das mal an. Ein Roboter hat Gefühle. Hans, komm, hau raus. Ich bin kein Roboter. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich schlecht für Hans danach. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dumm ich aus der Wäsche geguckt habe. Ups. Wie diskriminierend. Ich glaube, du verstehst, was wir... Wie diskriminierend. Das finde ich gut. Die Antwort finde ich gut. Das ist geil. Das ist echt witzig. Ja. Das ist echt geil, ey. Leute, ihr habt da echt schon was Geiles rausgemacht da hier. Ich bin stinksauer. Hans, dafür hilfst du mir bei den Dingen, die nur ein Roboter kann. Hans, du bist und bleibst mein Lieblingsroboter. Beruhige dich, sonst überhitzt du dein Prozessor. Super, Hans ist allzeit bereit. Dank unseres super Teamworks ist der Rechner nun ein offenes Buch. Wolf für Wolf. Auch ein Hans kann sich mal versprechen. Babs, da sind wir jetzt. Tomji, verschaffst du uns bitte bla. Warum steht das noch drinne? Mal sehen, was ich so finde. Ich drücke die Daumen, Wolf. Ja, ich bin bereit. Ne? Aha, er hat schon was gefunden. Wow, das ging flott. Ups, fängt ja gut an. What? What? Von den ersten Dateienordnern sollte seine Frau besser nichts erfahren. Ärger im Paradies, was? Chiara, als sexy Studentin hättest du wohl die besten Chancen gehabt, ihn abzulenken. Dann hat er ja was mit Cedric gemeinsam. Oh, ja. Nämlich ein geiler Lustmolch zu sein. Hm, ja, genau. Hier, habt sie. Die Datei mit sämtlichen Kontaktdaten, oder? Ah, mein Ohr ist dicht hier gerade. Als Eigentümerin und Kontaktperson ist eine gewisse Tessa Blake vermerkt. Was? Hier in Deutschland? Tessa Blake? Merkwürdiger Name. Mal sehen, was das Feine ist. Endlich kommen wir voran. Noch wissen wir nicht, ob sie überhaupt antwortet. Und ob sie uns die ganze Scheiße abkauft. Vom Alter her könnte es passen, sie scheint 20 Jahre alt zu sein. Hier ein Bild von ihr. Okay, Tessie. Komm her, Tessie. Tessie, Baby. Ja, komm, mach mal. Ja. Oh, ach, das ist ja... Ja. Ist hübsch. Ja, die Augen. Sehr schöne Augen. Dieses schöne Schwarz.
Wer traut sich, sie anzuschreiben, ohne direkt als folgt abgestempelt zu werden? Ich übernehme das. Das übernimmt doch gerne Jonathan. Ruby, du schaffst das sicher. Unsere Frau... Ja, Cedric! Der hat doch richtig immer einen guten Draht zu den Ladies, ja. Cedric, der Ladykiller. Mhm, ja. Witzig, ich bin immer noch komplett durch von der Scheiße im Haus. Aber er hat das doch mit den Ladies doch, er kann das doch so gut. Außerdem geht es hier wohl kaum darum, sie zu verführen. Ach, das meinst du, kannst am besten, ne? Übernimm du das doch bitte, Tomji. Ich mach doch hier schon sehr viel, oder? Falls die jüngere Dame an deine Glaubwürdigkeit zweifelt, lade sie doch einfach in die Gruppe ein. Ja, das kann man machen. Dann denkt die, ja, es gibt hier nur noch bekloppte Leute. Okay, komm. Hauen wir mal raus hier. Wo haben wir eigentlich die Kontaktkarten her? Tessa. 8. 6. 9. 9. 9. 9. Neuer Kontakt hinzugefügt. Okay, okay. Ja, gut. Tessa. Eigentümerin des Hauses, zu dem uns das Geistermädchen geführt hat. Hier ist Tessa, sie ist tatsächlich online. Kennt man sie irgendwo her oder ist sie so ein zufälliges Opfer, wollte ich gerade sagen. Mensch, Produkt. Also ich dachte, ob sie jetzt so ein Instagrammerin ist oder so. Also ich kenne sie nämlich nicht, also mir kommt sie nicht bekannt vor. Süßes Bildchen, ne, das hier. Hier, yeah, Hottehüs. Die können reiten. Ja, genau, reiten. So. Hier, guck mal, niedlich, oder? Total niedlich. Okay, los geht's. Dann, die machen wir jetzt klar. Hallo Tessa, mein Name ist Tomji. Okay, das ist gut. Damit fangen wir an. Das ist gut. Ich habe über eine Verzeichnung herausgefunden, dass du früher in diesem Haus gelebt hast. Die muss auch denken, was geht hier jetzt eigentlich vor sich? Bombs. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Lass mich bloß damit in Ruhe. Ja, das kommt. Wenn du Interesse am Kauf des Hauses hast, wende dich doch direkt an Makler. Es geht nicht um das Haus, sondern um deine Vergangenheit da drinnen, was? Ich hätte noch ein paar Fragen, die mir der Makler nicht beantworten konnte. Ich habe hier etwas, von dem du unbedingt erfahren solltest. Machen wir das einfach mal. Was haben wir denn eigentlich? So, so, hast du das? Na dann schieß mal los. Egal, wie ich das jetzt formuliere, es klingt erstmal verrückt, immer. Bitte gib mir die Chance, dir alles in Ruhe zu erklären. Wie sage ich das jetzt am besten, ohne dass du mich für verrückt hältst? Machen wir das hier mal. Von was sprichst du bitte? Meine Freundin und ich haben ein Video gesehen, in dem unser Tod in 7 Tagen prophezeit wurde. Und zack, ist sie weg. Ist sie raus aus der Nummer, ganz sofort. Nicht das Video schicken, bist du bescheuert? Hier, guck dir das mal an. Echt jetzt? Oh mein Gott, das ist meine Schwester. Aha, gut. Aber wie kann das sein? Serena hat sich vor 15 Jahren das Leben genommen. Serena. Okay, passt schon fast der Name, ne? Wow, die sieht aggressiv aus. Ne? Oh, die sieht richtig... Oh, oh, oh. Endlich wissen wir, wer sie ist. Wir wissen, wer sie ist. Die, ja, okay. Das ändert alles. Bitte, Tessa. Dann kannst nur du uns helfen. Vor 15 Jahren? Ich verstehe nicht, was das alles hier zu bedeuten hat. Ich weiß, wie irrsinnig das jetzt klingt, aber auf dem Video lastet ein Fluch. Die Seele deiner Schwester konnte nie ins Jenseits übertreten und sucht nun uns heim. Meine Fresse, was ist, wenn mir jemand das erzählen würde, ne? Wir sagen, ja, uhu, lala. Goofies. Das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich glaube dir. Was?
Mir fällt gerade echt ein Stein vom Herzen. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Echt? Ja, ich glaube, dass du beknackt bist. Im Grunde bin ich ja sogar froh, das zu erfahren. Ich habe nämlich schon an meinen Verstand gezweifelt. Ja, ist das so. Wie soll ich es beschreiben? In letzter Zeit habe ich öfter das Gefühl, sie zu sehen. Oder ihre Präsenz zu spüren. Als wäre sie immer bei mir. Boah, jetzt habe ich mich aber verschrocken, ne? Ja, Arschlöcher, ich war gerade so fokussiert auf das Ding. Die anderen Jumpscares haben mich ja nicht so gekillt, ne? Aber jetzt, Alter. Bist du bescheuert oder was? Aber du sagst, meine Schwester würde euch heimsuchen? Wie genau meinst du das? Ich war so fokussiert auf den Text. Meine Schwester konnte keine Fliege was zu leide tun. Deine Schwester ist jetzt nicht mehr die, die sie einmal war. Du solltest sie mal sehen, sie taucht hier immer dauernd auf. Sie hat schon zwei meiner Freunde auf dem Gewissen. Sie sind auf grausame Art und Weise gestorben, sind beide ertrunken. Ertrunken, sagst du? Meine Schwester ist ebenfalls ertrunken. Ja, das habe ich mir gedacht. Das tut mir leid. Kannst du mir erzählen, was genau passiert ist? Das kann unmöglich ein Zufall sein. Erzähl mir bitte alles, was du darüber weißt. So schlimm es sich anhört. Ich habe gehofft, dass du es sagst. Nein. Ich kann mich nicht mal an alles erinnern, war ja 15 Jahre her. Ich bin 22, also war ich da erst 7. Ich war gerade mal 5 Jahre alt, jetzt war sie 5. War sie nicht 22? Als die Polizei vor unserer Tür stand. Sie haben eine Leiche aus dem Fluss gezogen. Meine Mutter musste zur Identifizierung in die Leichenhalle. Sarina war gerade mal 18 Jahre alt, als sie von einer Brücke sprang. Vielleicht wurde sie auch in den Tod getrieben. Wer weiß das schon? Mhm. Aber Mama hat nie geglaubt, dass es Selbstmord war, siehste? Das hätte Sarina nie getan. Hat sie das auch der Polizei erzählt? Das bedeutet, deine Mutter ging von einem Mord aus? Und was glaubst du? Sie war jedenfalls davon überzeugt. Deshalb haben wir nach Sarinas Tod auch das Haus verlassen. Wir ließen alle stehen und liegen. Meine Mutter suchte uns eine neue kleine Wohnung. Aber dann veränderte sie sich. Sie begann zu trinken und wurde immer stiller. Aber trinken, ja. Kein Alkohol ist auch keine Lösung, ne? Eines Abends stieg sie betrunken ins Auto und kam bei einem Unfall ums Leben. Von einem auf den anderen Augenblick war ich ein Waisenkind. Was ist mit meinem Vater? Mein Vater hatte ich nie wirklich kennengelernt, okay. Er war schwer krank und ist kurz nach meiner Geburt gestorben. Für so einen Schicksalsschlag gibt es keine Worte. Es war auch eine wirklich schwere Zeit für mich, aber ich hatte großes Glück. Nach ihrem Tod kam ich in eine fürsorgliche Pflegefamilie. Da war doch was. Ich brauchte etwas Zeit, aber mittlerweile liebe ich meine Eltern über alles. Sie sind für mich wie meine echte Familie. Durch sie habe ich jetzt sogar die Chance bekommen, mit dem Jurastudium zu beginnen. Das freut mich für dich. Danke, aber zurück zu dir, Tomji. Was? Nee, ich hab schon ein Date. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich? Ja, Gruppenchat einladen. Guck dir das Video mal an. Willst du? Irgendetwas, was ich euch noch weiterhelfen könnte? Hatte deine Schwester irgendwelche Feinde? Was weißt du denn über ihre Schwangerschaft? Wow! Hast du eine Idee,
was an dieser Brücke vorgefallen sein könnte. Das ist interessant. Das habe ich ganz vergessen, ne? Wie kommst du darauf, dass meine Schwester schwanger war? Das haben unsere bisherigen Ermittlungen ergeben. Bedeutet, dass sie gar nicht schwanger war? Wir haben den Videohinweis entdeckt. Ne, machen wir mit Ermittlungen hier. Oh mein Gott, wenn das wahr ist. Warte mal. Meine Pflegeeltern haben damals eine Kiste mit Erinnerungsstücken für mich aufbewahrt. Sie meinten, dass ich sie öffnen könnte, wenn ich dazu bereit bin. Sie stand die ganzen Jahre unten im Keller. Ich werde mal nachsehen, ob ich darin irgendwelche Hinweise finde. Ich melde mich gleich wieder. Interessant, 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 liebe Kinderchen. Ich bin nur mal am Überlegen, ob wir vielleicht einen Break machen an dieser Stelle und beim nächsten Mal weitermachen. Na komm, ein bisschen noch. Falls die junge Dame an deiner Glaubwürdigkeit zweifelt, hat sie den Grund. Genau. Leute, seid ihr da? Ihr werdet es nicht glauben. Erzähl schon. Hat sie dir geantwortet? Bin da. Schieß los, Tom G. Das Geistermädchen, sie heißt Serena Blake. Tessa ist tatsächlich ihre Schwester. Dann lagen wir mit Samara ja gar nicht so falsch. Endlich, das ist hier die beste Nachricht seit Lamming. Oh mein Gott, was hat sie dir alles erzählt? Ja? Wie kam Serena ums Leben? Wie kam Serena ums Leben, Tom G? Oh! Sie können schon die Gedanken von anderen zu Ende essen. Jetzt denkt ihr schon das Gleiche, siehste? Jonathan. Laut Polizeibericht hat sie sich vor 15 Jahren das Leben genommen. Sie hat sich von einer Brücke gestürzt und ist ertrunken. Ihre Mutter glaubt aber nicht an Selbstmord. Das war nochmal ein wichtiger Zusatz. Selbstmord. Jonathan. Also wie ein Gedanke, ne? Jonathan und ich, wie so ein Brain. Wie ein Gehirn tatsächlich, ne? Also echt, manchmal ist das so, als hätte ich Jonathan selber geschrieben. Aber dann ergibt alles, was wir herausgefunden haben, keinen Sinn mehr. Stimmt, Rache, Morty, alles das hier passt ja nichts mehr zusammen. Tessa ist sich sicher, dass es kein Mord, Selbstmord war. Und schon sind wir wieder im Geschäft. Zumindest wäre jetzt geklärt, wieso Quentin und Gabriela mit im Wasser mit im Spiel war. Ruhelose Seelen können sich nur schwer von Art ihren Abendlebens lösen. Oh Gott, ich bekomme eine Gänsehaut. Erzähl schon weiter, Tom G. Was konntest du noch herausfinden? Ja, nun warte, sachte, sachte. Weißt du, wenn man mit dem Liebesfeuer spielt, muss das Eisen erst gehärtet. Okay. Nein, alles gut. Genau, Schwangerschaft. Das haben wir, ja. Oh mein Gott. Also lagen wir mit der Schwangerschaft ebenso falsch. Na, hallo, warte doch mal 2 Sekunden. Wie es ausschaut, scheint dieses Tessa zumindest das zu glauben. Also uns zu glauben. Genau. Hat Tessa denn eine Vermutung, was tatsächlich passiert sein könnte? Leider nicht, aber sie versucht es herauszufinden. Einfach mal kurz schreiben, sie hat noch eine Kiste, da sind Überbleibsel drin, sie checkt das mal eben. Muss wir gleich den ganzen Text kopieren und dann... Das ist auch Datenschutz, ne? Mhm.
Ich kenne eine, die hat das schon mal gemacht. Die hat das in ein YouTube-Video reingemacht, von dem, was geschrieben worden ist. Ich glaube, einer von dem, der mit Design was zu tun hat. Oh, Augenblick. Der kennt sich damit aus. So. Hi, also ich bin jetzt im Keller. Ich fühle mich hier irgendwie überhaupt nicht wohl. Das ist immer so, als würde man mich beobachten. Aber gut, guck mal, was ich gefunden habe. Das werde ich gleich mal durchsuchen. Oh. Ja. Oh, oh. Lass sie bloß in Ruhe da. Das ist deine Schwester. Denk daran. So, neu. Warte mal. Hier. So. Genau, da waren wir stehen geblieben. Stopp, bevor irgendwas jetzt passiert. Wir machen einen Break für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sind, glaube ich, einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben die Schwester von unserem Geistermörder-Mädchen gefunden. Ja, wie es weitergeht, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.